Ja, auch der vierte Lockdown geht einmal zu Ende mit dem Sonntag. Da durften endlich wieder die Christkindlmärkte, aber auch Kunst- und Kultureinrichtungen wie beispielsweise Zoos, Museen, aber auch Fitnessstudios wieder öffnen. Mit Montag, dem 13.12., da darf der Handel auch endlich wieder aufsperren, ebenso wie körpernahe Dienstleister wie beispielsweise Friseure. Und die Straßen, die sind sehr belebt, es ist sehr viel los. Die Österreicherinnen und Österreicher, die nutzen natürlich die Chance, endlich wieder rauszugehen. Allerdings nur all jene, die geimpft oder genesen sind. Es gilt nämlich in allen Geschäften die 2G-Regel plus eine FFP2-Maskenpflicht. Die Straßen sind, wie gesagt, sehr belebt, es ist sehr viel los und die Händler, die freuen sich ja auch sehr, dass sie endlich wieder Umsatz machen können. Die 2 Wochen, die versuchen sie jetzt wieder wettzumachen und locken daher auch mit vielen Angeboten, mit vielen Rabattaktionen, und die Kundinnen und Kunden, die freuen sich auch endlich wieder ein bisschen zurück zur Normalität zurückzukehren.